Das Objekt, was Sie hier sehen, sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Glasschüssel. Die steht tatsächlich bei uns zu Hause normalerweise auf der Vitrine und da ist Obst drin. Das ist aber in Wirklichkeit das Bullauge unserer alten Waschmaschine. Das heißt, ich habe unsere alte Waschmaschine daraufhin durchforstet, was kann man davon wiederverwenden. Und ein Teil ist eben dieses Bullauge. Ein anderes Teil sehen Sie nachher in diesem Lichtobjekt verarbeitet und weitere Teile verstecken sich dann auch noch in dieser Ausstellung. Dann haben wir hier eine Radkappe. Wenn Sie mal an der Straße langlaufen, werden Sie überall Radkappen finden, die irgendjemand verloren hat. Da habe ich einfach nur ein Quarzuhrwerk reingesteckt und schon hat man eine ganz stylische Uhr. Und hier unten haben wir ein Portemonnaie, das aus Tetrapaks gebaut wurde. Und die Bastelanleitung ist denkbar einfach und das funktioniert hervorragend, denn der Drehverschluss von diesem Tetrapak ist gleichzeitig der Verschluss vom Portemonnaie.